Alles schön und gut, doch wie sieht's in der Praxis aus? Wir haben zwei Findly-User eingeladen, den neuen Kindle Touch mit uns zu testen. Ja, hallo, mein Name ist Michael. Man könnte mich getrost als Gadget-Freak bezeichnen. Es liegt alles bei mir rum, von iPad über iPhone und was auch immer. Vor ein paar Monaten habe ich mich dann begonnen, mit E-Readern zu beschäftigen, wollte mir einen aussuchen und habe mich dann nach langem Hin und Her vor kurzem für den Kindle Touch dagegen entschieden. Hallo, ich bin die Kathi. Normalerweise lese ich hin und wieder Sachen auf meinem iPad, habe mich bei Büchern aber immer auf die klassischen Bücher fokussiert, also habe immer normale Bücher gelesen und freue mich schon heute, den Kindle Touch ausprobieren zu können als mögliche Alternative, weil ich doch jetzt immer wieder höre, dass das sehr einfach ist und dass man hier sehr, sehr einfach verschiedenste Bücher zur Verfügung hat und somit sehr schnell auch ein neues Buch beginnen kann. Ja, der Kindle ist eigentlich denkbar einfach zu bedienen. Er hat genau ein Bedienelement, den Knopf hier vorne, insofern wie das iPhone. Eigentlich sehr einfach. Man blättert um, indem man auf der rechten Seite tippt und blättert zurück, indem man auf der linken Seite tippt. Das war es eigentlich schon. Nicht viel schwieriger als ein normales Buch. Was ich jetzt ausprobieren möchte, ist, wie der Zoom funktioniert. Das ist, wenn ich sage, wenn es einmal dunkler ist oder so, ich das genauer lesen möchte. Das reagiert ein bisschen irritierend am Anfang, funktioniert aber eigentlich auch sehr gut. Ich mache das jetzt wieder zurück, da ich das doch unangenehm finde, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr praktisch ist, wenn du sagst, jemand hat einmal seine Brille vergessen und möchte trotzdem lesen. Ich muss ehrlich sagen, die Lesbarkeit schaut gut aus, also auch vom Spiegeln her, das beeinflusst jetzt das Lesen nicht sehr, aber wenn man sagt, wenn es ganz direkt drauf spiegelt, dann sieht man ein bisschen Reflexionen, aber man kann trotzdem noch alles sehr, sehr gut lesen. Absolut kein Problem. Also Lesbarkeit ist einwandfrei, sowohl wenn der ganze Display direkt in der Sonne ist, als auch wenn Schatteneinstrahlung darauf ist. Absolut problemlos, von jeglicher Perspektive. Ja, der Buchkauf am Amazon Kindle Touch 3G ist eigentlich super einfach. Wie man hier oben schon ganz klein erkennen kann an dem 3G-Symbol, haben wir jetzt keinen WLAN verfügbar, aber das macht gar nichts, weil wir eben über das Handynetz eingewählt sind. Um ein Buch zu kaufen, reicht ein Klick auf das Einkaufswagen-Symbol. Es wird der Amazon Kindle Bookstore geladen und ja, hier kann ich jetzt entweder durch die einzelnen Kategorien durchbrowsen oder ich suche mir einfach mal eins der durchaus zahlreich verfügbaren Gratiswerke. Also wir nehmen jetzt einfach mal Romeo und Julia, geben das da oben ein, suchen danach. Er lädt das Suchergebnis. Ich wähle das mir genehme Buch aus. Man sieht schon, das dauert alles ein bisschen, weil es eben übers Handynetz geht. Klicke auf Kaufen, 0 Euro, weil es eben ein Gratisbuch ist. Und das war es eigentlich auch schon. Der Kauf ist abgeschlossen. Jetzt dauert es, je nach Größe des Buches, also Größe heißt Seiten und Bilder, dauert es ein paar Minuten, bis das Buch tatsächlich runtergeladen wird. Man sieht das hier oben angezeigt, Inhalt wurde heruntergeladen. Also ist schon fertig. Und wenn ich jetzt ins Hauptmenü zurückwechsle, sehe ich auch ganz oben schon mit dem Vermerk neu das soeben runtergeladene Buch. Ich klicke drauf und kann schon zu lesen beginnen. Soweit ich mich jetzt informiert habe, kann ich den Browser nicht immer nutzen, sondern eigentlich nur dann, wenn ich Wi-Fi habe, das heißt, wenn ich irgendwo WLAN-Zugang habe. Das mitgelieferte 3G, was Amazon in der teureren Version anbietet, geht nur für den Bücher-Download. Schauen wir uns jetzt an, wie das funktioniert mit dem Browser. Ich klicke auf Menü und dann, auch das hat mich einiges an Nachforschungszeit gekostet, experimentell nennt es Amazon selber ihre Browser-Einstellungen. Das heißt, nach experimentell kann ich wählen Webbrowser. Und jetzt bin ich im Internet. Jetzt versuche ich mal gleich eine Seite zu laden. Schauen wir gleich mal auf den Standard. Das funktioniert eigentlich sehr gut, die Eingabe. Auch die Ladezeit ist in Ordnung. Das Bild wackelt währenddessen etwas, aber erscheint dann relativ scharf. Ist kein direkter Vergleich mit einem iPad oder einem guten Smartphone, aber vollkommen in Ordnung, um sich die Inhalte anzuschauen. Leider hat auch der Kindle Touch Nachteile, und zwar ganz konkret in der Ergonomie, in der Handhabbarkeit. Gerade für Linkshänder, die dann den Kindle in der linken Hand halten wollen, ist es schwierig,
mit dem Daumen auf der rechten Seite vorzublättern. Also das ist aus meiner Sicht ein ganz klarer Ergonomie-Bug. Also nach dem heutigen Test wird sich sicher immer wieder ein klassisches Buch einschleichen. Das ist einfach die Gewohnheit. Dennoch ist das eine wirklich sehr, sehr praktische Alternative und ich würde mich freuen, wenn ich den gleich geschenkt bekomme. Und somit künftig auch am Kindle Bücher lesen kann. Für Magazine und Internetsurfen und so weiter bleibt es das iPad. Für mich ist die Entscheidung eigentlich schon klar gefallen. Der Kindle Touch ist meine Wahl.